So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode, beziehungsweise was heißt eine weitere Episode? Willkommen zurück zu dem Weihnachtsspecial, was ich euch angekündigt habe und ihr seht schon auf dem Screen, was es ist. Dreimal dürft ihr raten, es ist natürlich Pokémon Y. Ja, warum Pokémon Y? Nun ja, Pokémon Y ist halt das Spiel, worauf ich gerade gar keinen Spielstand habe. Pokémon X ist meine Hauptedition. Ich präferiere natürlich Pokémon X. Dort gibt es meiner Meinung nach die cooleren Pokémon. Aber Pokémon Y, ich denke mal, viele davon werden auch damit einverstanden sein. Hauptsache Pokémon X oder Y. Und ohne groß rumzureden, wollte ich euch jetzt einfach mal... Genau. Die neuen Pokémon-Edition aus der 6. Gen präsentieren. Nun ja, wie kommt's? Ich habe mir mit meinem Geburtstagsgeld, ja, dann auch noch eine 3DS Capture Card gegönnt. Komplett mit dem neuen DS natürlich, weil ich mein Zelda 3DS nicht, ja. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich glaube, das kann ich so regulieren, genau. Ich bin einfach mal ruhig. Hier, Pokémon Y, wenn ihr den Trailer sehen wollt, keine Ahnung, weiß der Teufel was hier, Iveltal. Ja, seht ihr, glaube ich, jetzt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich beide Screens mache. Ich denke, ich mache nur den oberen Screen, weil der obere Screen natürlich das Wichtigste ist. Und ohne groß rumzureden, geht schon los. Eieiei. Das kann ja was werden. Ein Pokéball. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich muss das, glaube ich, mit einem bisschen französischen Akzent machen. Mein Name ist Platan. Ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen. Man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Schwierige Frage, also wie klinge ich denn eurer Meinung nach? Ja, es ist ja klar, wie ich los bin. Also, und ich präferiere, scheint mein neues Wort zu sein. Ich nehme natürlich den Jungen in der Mitte, weil solchen Hautteint, den habe ich nicht. Solche blonden Haare habe ich nicht und da passt das hier noch am besten. Find schade, dass man den nicht noch im Gesicht oder so verändern kann, aber naja. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Wie heißt du? Wie heiß ich? Ist ja klar. Rigi, ne? Heißt ich Rigi? Wie machen wir mal groß und klein hier? Ah, genau so. Da muss man einfach mal ein bisschen switchen. So, der heißt natürlich Rigi, ist doch klar. Ja, wie kommt es dazu eigentlich? Ich denke mal, ich erzähle einfach gleich mal ein bisschen drauf los, wenn wieder ein bisschen Zeit ist. Und Rigi heißt also, ist das richtig? Ja, ist richtig. Ist richtig. Rigi, was ein toller Name. Rigi. In wenigen Augenblicken wirst du die Welt der Pokémon kennenlernen. Nenne dort allerlei Pokémon kennen und jetzt wünsche ich dir eine gute Reise und auf geht's in die Welt der Pokémon. Interessant. Ja, es kam eigentlich einfach nur dazu, dass der ganze Hype um die Edition ist vorbei. Die meisten Let's Player, die es Let's Played haben zum Release, sind jetzt auch schon lange fertig und ich dachte mir, jetzt hast du deine Ruhe. Jetzt können die Leute mal wirklich sich nur auf deinen Let's Plays von X und Y konzentrieren und gucken nicht parallel noch 3, 5, 10 oder 10 andere und... Ja, hier schon mal das chillige Intro. Kleines Fletching, das den Protagonisten angreift. Aber gut, so, wir haben hier erstmal eine krasse Wii U. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Stylisch. So, hier ist unser Trophy-Schrank. Dort werden später Auszeichnungen drin stehen, wenn ich hier unseren Let's Play mache. Ich denke mal nicht. Und hier erstmal ein krasser LED-Fernseher. Ein Film über einen 82-jährigen Mann, der mit seinem geliebten Katzen-Pokémon auf Wanderschaft geht. Ach, wie rührend. So, Laptop hat der Junge auch. Scheint ein Bonzo zu sein, aber was soll's. So. Wir sind noch im Pyjama, das heißt, wir müssen uns umziehen. Und umziehen können wir uns, wenn wir den Spiegel anklicken. Denn, ja, dann betrachtet sich der Protagonist im Spiegel und zieht sich erstmal um. Ja. In Pokémon X und Y ist es auch erstmals möglich, dass man seinen Protagonisten verschiedene Anziehsachen anzieht, aber dazu später, in späteren Parts noch mehr. So, Regi hat sich geschwind angezogen und verlässt jetzt das Gebäude. Da ist auch schon die Mutter am Kochen, ist schon wie bei mir. Fletching ist auch unten und... Guten Morgen, Regi! Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt?
Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Papalapap, neue Nachbarn hin oder her. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das in diesem Let's Play machen werde. Soll ich hier auch mehr auf so NPCs eingehen oder soll ich einfach nur kämpfen und Mischmasch? Ich weiß es nicht, sagt es mir und ach, wir sind schon mal draußen. Frische Luft. Es ist abends, genau. Ich recorde das hier jetzt gerade um 9 Uhr abends. Schön, schön chillig. Und dort haben wir schon zwei knackige Mädchen gesehen und... Hallo, ich bin Serena und wohne gleich nebenan. Und ich bin Sana, schön dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Regierung gibt es einen berühmten Pokémon-Verlässerer namens Platan. Er hat uns 302 Kinder für besonderen Auftrag auserkoren. Wo er dich kennt, obwohl du gerade erst nach Exisia gezogen bist, ist aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten beißen die Yorklef. Ja, wir müssen anscheinend ins in die Nachbarstadt. Was heißt anscheinend? Ich kenne die Spiele hier in- und auswendig. Ich habe locker schon meine 600 Spielstunden. Hier draußen ist noch ein süßes Rihorn, das gerade schläft. Oh, ich mag Rihorn. Rihorn ist ein cooles Pokémon. Ey, was geht? Ein leichtes Pokémon wäre schon toll. Da könnt ihr überall hinreisen. Ja, Claudia 1, Team Rocket Style. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Dank der neuesten Kommunikationstechnik können wir inzwischen jederzeit rund um den Globus nach Leuten suchen, um gleichzeitig miteinander zu spielen. Ja, ist auch so ein Feature, was ich euch eventuell in zukünftigen Episoden einfach mal zeigen werde. So. Wir sind jetzt in der neuen Stadt, das ist Aquapolis, glaube ich, und... Hey Regi, hier drüben sind wir! Oh. Unsere Freunde sitzen jetzt chillig an einem Tisch und wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns. Da wären wir also, Regi. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Regi. Du bist also... Nee. Du bist das also. Sana hat uns schon viel von dir erzählt. Regi, kennt die Hälfte von uns doch gar nicht. Ich stelle ihm besser erstmal alle vor. Das hier ist Tiano. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato, ein Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie viel ist zum Beispiel Lord R? Nächster! Ich habe eine viel bessere Idee. Mir fast viel besser zu ihm. Trovato, hast du einen Vorschlag? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben. Aber gut, wenn ihr darauf besteht, wie wäre es dann mit Monsieur R? Fragen wir doch einfach mal den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Ja, wir nennen uns natürlich ganz klassisch. Wie heißt denn Retschi? Retschi klingt geil. Ich heiße natürlich Inge erstmal I und der Spitzname ist einfach der Name, bei dem euch eure Freunde dann stetig nennen werden oder rufen werden. Und wir nennen uns natürlich ganz klar Retschi. So, ich glaube, die werden das jetzt gleich noch auf dem Bildschirm zeigen, wie es geschrieben wird. Und du bist also, nee, du willst also Retschi genannt werden. Ja, klar, warum nicht? Schön, Retschi ist echt der perfekte Spitzname für dich. Wir werden uns bestimmt gut verstehen. Also nenne ich dich auch einfach so. Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Tiano. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mach ich doch sofort. Trovato Tomato. Ich habe schon ein Pokémon. Trotzdem bin ich ziemlich oder irgendwie neidisch auf euch drei. Hm, interessant. Was wird uns der Dicke wohl geben? Ja, das sind die neuen Starter-Pokémon, meine Freunde. Das ist einmal das Feuer-Pokémon Finks, das Pflanzen-Pokémon Igamaro und das Wasser-Pokémon Froxy. Ich habe ehrlich gesagt mit Froxy, Finks und Igamaro jeweils einen Run schon gemacht und ich muss sagen, dass Froxy ganz klar der einfachste und chilligste Starter ist. Finks ist, naja, Igamaro auch, naja, aber ich finde Froxy ganz angenehm. Froxy sieht auch richtig cool aus und deswegen nehmen wir Froxy! Foxy! Foxy, no, ein dritten Mal Klatschermeister. Dangerous! Möchtest du dem Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Natürlich, wir nennen dieses süße kleine Pokémon. Wie mein erstes Frosch-Pokémon oder mein erstes Froxy-Starter-Pokémon in meinem ersten Playthrough oder bei meinem ersten Mal spielen oder bei meinem alten X-Spielstand ganz einfach noch. Genau. Bist du mit Gamma Bunter als Spitzname zufrieden? Gamma Bunter ist der riesige Frosch an der Seite von Naruto aus Naruto. Ja, genau. Wollte ich jetzt mal so gesagt haben.
Na schön, ich hätte gern Pfingst zum Gefährten. Hui, wir zwei gehen vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Hallo Igamaru, ich bin Serena, nett dich kennenzulernen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, denn ohne dich wäre ich jetzt kein Pokémon-Trainer. Ach, bevor ich vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses süßliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Wie geht ein Pokédex? Woo! Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jeden Pokémon, dem ihr begegnet, einen Antrag an. Zu eurer Information, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unserem Pokémon auf Reisen gehen, um den Pokédex zu vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Mach dich mal locker, Trovato Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Reggie, schau mal hier. Das ist der Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. Hier hält Brief von Professor. Professor Plantan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach einem neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Yeah, Tiano, der dicke Tänzer, geht ab. Trovato Tomato haut auch ab und... wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon einen Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Ja, das machen wir doch auch gleich. So, gucken wir uns mal unser cooles Pokémon an. Unser zieliges Froxy, aber das seht ihr jetzt, glaube ich, gar nicht, ne? Ich muss mal schauen, wie ich das machen werde. Was hat es für ein Wesen? Stilles Wesen, minus Angriff plus Spezialverteidigung. Naja, es ist nicht so der Bringer. Aber gut. Damit werden wir wohl oder übel leben müssen. So, einmal hier in den Optionen. Texttempo stellen wir auf 3. Und man kann auch jetzt hier so eine Art Kampfhintergrund auswählen. Den seht ihr aber sowieso in den Kämpfen wahrscheinlich nicht. Von daher mache ich einfach mal, ja, irgendein Random. So, und ansonsten, Texttempo haben wir hochgestellt und wir sind gerade gerade in Aquapolis. So. Oh, was ist das denn? Einen Moment noch, Reggie. Ich hätte gern, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit, Pfingst. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann gar nicht verlieren. Oh mein Gott. Freund. So, Sana schickt Pfingst in den Kampf. Pfingst. Ja. Pfingst, ein Fuchs-Pokémon vom Typ Feuer mit psychischen Eigenschaften. Oh. Und wir sind Gamma Bunter. Das Foxy. Und wir haben schon Blubber drauf. Und Blubber werden wir natürlich auch gleich gegen dieses Pfingst einsetzen. Zack, Blubber. Sehr effektiv. Zieht ein Drittel der KP ab. Und das Pfingst kontert erstmal mit Glut. Was, naja. Ich denke mal, ich sag dazu einfach mal nichts. So, auf einmal ist das Pfingst schneller als wir. Ich denke mal, das ist ein kleines, ein sogenannter Speed-Tie. Das ist... Wenn der Initiative-Wert von beiden Pokémon gleich hoch ist, dann, wie soll ich sagen? Ja, dann geht einfach, wird 50-50 entschieden, wer anfängt. Ist vom Glück abhängig, ja. Manchmal ziemlich luckbasiert, aber was soll man machen? So ist halt Pokémon, ne? Und 64 Erfahrungspunkte. Erstes Level Up für unser Gamma Bunter Pokémon. Und Gamma Bunter plus 2 Angriff. Scheint dann noch ganz gute Werte auf dem Angriff zu haben, beziehungsweise gute Angriffs-Defaults. Ja. Für die Leute, die es interessiert, ne, ich werde einfach mal gleich interessieren. Wow, du hast es echt drauf, Reggie. Warte, ich heile deine Pokémon. Ja, danke. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Jo, werde ich machen. Ich wollte gerade nicht bitte sagen, nee, aber na gut. So, Route 1, Excisia-Fahrt und... Ja, für die Leute, die es interessiert, ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch, was heißt Zukunft, in dieser Woche noch, bisschen X und Y streamen, wahrscheinlich Wi-Fi-Kämpfe oder so, auch mal gegen euch, wir werden einfach mal sehen und, ja, wird auf jeden Fall ziemlich interessant und, was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal, Regi, dieser Pokéball, hast du denn einen Pokémon bekommen? Glückwunsch, dann muss er jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich? Von jemandem namens Platan? Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen. Er möchte mich um etwas bitten. Ah, so ist es also. Regi. Kaum sind wir hergezogen und dann gleich sowas. Aber gut. Ich bereite gleich alles vor mit heute eine Reise mit Froxy. Ja. Geht die kurz hoch. Innerhalb von einer Minute kommt die wieder runter und... Ja.
Kiri, ich habe hier ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt jetzt alles so plötzlich. Genau wie der plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einem Gihorn-Rennen. Du hast Freunde gefunden, du hast ein Pokémon bekommen und jetzt wirst du durch Carlos reisen. Ach, vergiss das hier nicht. Wie hält die Karte? Gefährlich. Karte wurde in die Basis-Item-Tasche verstaut. Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Ja. Wie die Mutter, so der Sohn. Wähle im Beutel die Karte aus, ich erklär's uns trotzdem. Wie meine Mutter, wenn du sie benutzen willst. Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte, aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Besonderes. So. Für jeden, die es interessiert, den kann ich ja gerne mal den Carlos-Dex zeigen. Weiß den Carlos-Dex, aber die Carlos-Regionskarte. Die sieht ungefähr so aus. Und ja. Finde ich eigentlich ganz gechillt, ganz entspannt und... Warum nicht, ne? Naja, jedenfalls, Ach, Rihon will uns auch noch was sagen. Ah! Rihon! Ach, du warst das, Rihon. Hahaha. Lustig. Es will dir eine Reise, gute Reise wünschen. Klare Sache, immerhin seid ihr beiden seit eurer Geburt dicke Freunde. Pass gut auf dich auf, Rigi. Ich hoffe, du machst das Beste aus der Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Ja, ja, so einfach geht das. Kaum hat man ein Pokémon bei sich, machen sich die Eltern keine Sorgen mehr über einen. Ja, wenn das so bloß auch im echten Leben so wäre. Ansonsten gibt es den Excisia eigentlich gar nicht zu holen. Hier nochmal Excisia, von der Skizze zum Meisterwerk. Ja, in Excisia kann man eigentlich sonst nicht mehr viel machen. Und ich würde sagen, wir können den ersten Part hier, denke ich, mal beenden. Meine Freunde, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao. Euer Rigi.